Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück auf diesem Planeten. Und ich habe das Anti-Aliasing mal ausgeschaltet. Das war irgendwie auf extra, ultra, tralala. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht sieht man es ein bisschen. Aber die Frameraten sind deutlich besser jetzt. Wow. Und wir haben ja gerade einen Anzugplatz bekommen. Und der muss natürlich gefüllt werden. Und das machen wir ja mit diesem Klotz direkt vor uns. Nachdem ich jetzt erstmal so ein bisschen Plutonium wieder in die ganzen Systeme werfe, weil... Ah, perfekt. Da haben wir wieder. Da haben wir jetzt aber nichts, ne? Was ich irgendwie schnell wegkriege. Da ist mein einfaches Plutonium. Ach ja. Ah. Ich vergesse es jedes Mal wieder, dass wir das Kühlsystem nicht mehr haben, seit wir das neue Multiwerkzeug haben. Also, ich brauche irgendwo bei der nächsten Handelsplattform. Ah ja, genau. Bevor ich nämlich in das Weltall gehen würde, jetzt gleich. Wie gesagt, auf diesem Planeten hält mich wirklich nicht mehr so viel. Sollten wir mal sehen, wie macht man hier eigentlich Geld? Ist es wirklich dieses, muss ich jetzt immer wieder Emerald abbauen, weil wenn es darum ginge, dann aber ich kann ja auch später immer mal wieder zurückkommen und dann irgendwie nochmal so eine Mining-Periode machen. Jetzt würde ich, glaube ich, erstmal versuchen, dass mein Schiff irgendwie ein bisschen besser gepanzert ist, ein bisschen bessere Waffen hat. Und das würde ich tatsächlich machen, oder dazu muss ich erstmal ein bisschen Platz schaffen. Den Platz habe ich gerade gar nicht, weder im Schiff noch im Anzug. Ihr seht, wir sind komplett gefüllt. Aluminium, Tantalum 9 und Tantalum 9 habe ich nicht mehr. Ich habe hier nicht mal mehr Tantalum 9, das ich rüberziehen kann. Aber wir haben noch ein bisschen Platz, bevor das ist ätzend. Das ist ätzend. Ich frage mich gerade, in diesem Universum, in dem wir gerade sind, wo wir wirklich auf diesen gesamten drei Planeten schon waren, da sind jetzt wahrscheinlich immer noch Gag, das heißt, mit meinem Wortschatz komme ich hier schon weiter, wenn ich jetzt so, ja, pass auf, wenn du ein Multiwerkzeug willst, gib mir Silikat, wenn du Baupläne willst, gib mir eben das andere. Aber die anderen zwei Planeten waren ja, oder die anderen beiden Planeten waren ja irgendwie auch nicht so der weiße letzte Fluss. Gibt ja einen Grund, dass ich nicht auf den hängen geblieben bin, sondern auf dem Ruhrplatz hier. Ach nee, lass da mich noch. Oh Leute, nee. Nee, da hinten liegt noch mehr rum. Aber das macht gar keinen Sinn, weil wenn ich jetzt jeden Emerald-Bobble abbauen würde, den ich sehe, dann habe ich am Ende des Jahres 0 Follower. So, das war ja Maßarbeit. Dass das Inventar genau jetzt voll ist, großartig. Kohlenstoff, nee, mag ich nicht. Schon gar nicht, wenn ich dafür Pflanzen zerstören muss.
So, Handelsplattform wäre cool. Aber das haben wir auch gelernt in diesen, in der vergangenen, in The Lost Session. Wollen wir da hingehen? Da können wir bestimmt wieder so Keckkrempel herkommen, wenn wir schon drüber fliegen. Wenn wir schon drüber fliegen, dann gehen wir da jetzt auch zumindest noch mal kurz vorbei und sagen Hallo. Jetzt renne ich bestimmt auf den Mond zu, genau. Weil ich schlau bin. Herrje. Hallo? Okay, mein Schiff ist perfekt getarnt. Mir kann nichts passieren. Aber, hä? Ich bin jetzt doch gerade ein bisschen orientierungs- und hilflos. Wenn ich ehrlich bin. Ah. Fantastisch. Reproduktion. Bunga Bunga. Ich könnte ein ganz hässliches Tier Berlusconi nennen. Oder kriege ich vielleicht nicht an. Nicht ausgewählt. Oh, oh. Schauen wir mal. Ja, stimmt. Das ist natürlich... Das wäre natürlich schade, wenn wir da jetzt was super Tolles kriegen. Ah. Ich bin nicht alleine. Kleine, geschnäbelte Kreaturen tollen um meine Füße herum. Für sie bin ich ein Riese und sie zucken erschrocken zurück, als sie mich turmhoch über ihnen stehen sehen. Die Luft füllt sich mit einem unangenehmen Aroma, während sie sich gegen die harte Oberfläche des unnachgiebigen Monolithen drängen. Der furchterregende Obelisk selbst ragt richtend über uns allen auf, über mir und den Kreaturen der Vision. Zerstören, zerstören, niedrig. Die Geister, die diesen Ort heimsuchen, sind äußerst amüsiert. Als die zitternden Schnabelkreaturen verschwinden, erscheint an ihrer Stelle ein Geschenk. Oha, ich hab mal was richtig gemacht. Gekrillig, na, ein Glück habe ich einen Inventarplatz. Ich freue mich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr. Das war auch so eine... Das war auch wieder so typisch in der letzten Aufnahmesession. Ich habe einfach wieder so viele falsche Entscheidungen getroffen, weil ich es wieder wirklich nicht gerafft habe. Oder was heißt gerafft? Ich hatte das Gefühl. Oh, guck mal. Wieder 320.000 weniger. Aber Mai. Ich hatte so das Gefühl, dass ich, obwohl ich so wenige oder so viele Worte kannte, konnte ich so wenig damit anfangen. Ich habe es wirklich oft nicht verstanden, was sie von mir wollten. Und dann auch natürlich immer das Falsche gewählt. Man hat ja irgendwie eine Chance von 50%, wenn man zwei Sachen zur Auswahl hat. Und ich habe mit einer beeindruckenden Konstanz immer die falsche Entscheidung getroffen. Reparation. Oh, jetzt wird's aber... Jetzt wird's aber... Aber haarig. Schauen wir mal kurz noch hier rein, was es hier so gibt. Wir haben Gesundheit, da haben wir glaube ich alles. Frachtabwurf, da haben wir ein Gag-Amulett. Der nächste Handelsposten freut sich bestimmt.
Helikopter, das ist... Ich frag mich, wie man so Namen programmatisch sinnvoll generiert. Das ist doch relativ, das ist doch sehr spannend. Du brauchst ja irgendeine Regel oder einen Satz an Regeln, wenn du automatisiert irgendwas erzeugen willst. Und wenn du automatisierst irgendwelche Namen erzeugen willst, die auch zumindest für uns Spieler, für uns Menschen, für die das Spiel ja gemacht ist, aussprechbar erzeugen willst, dann kannst du da nicht irgendwie x-beliebige Zahlenkombinationen oder Zeichenkombinationen besser gesagt nehmen. Das würde mich wirklich interessieren, welche Regeln das sind, die hier zugrunde liegen. What? Wir fliegen gerade nach Farbe, glaube ich. Da sieht es auch genauso aus. Der Nebel des Grauens. Nee. Das ist kein Handelsposten. Das ist auch kein Handelsposten. Wie gesagt, eigentlich möchte ich jetzt Handelsposten dann irgendwie Schiff pimpen, zumindest die Schilde und die Waffen. Und dann... Oh, da gibt es wieder ein Geschenk. Wollen wir es probieren? Wir probieren es, oder? Wir können immer mehr Worte. Ich werde jetzt immer mutiger. So. Ah. Nochmal. Schild. Das ist gut. Das ist gut. Ja, wo wir eben auch über Schilde geredet haben. Schild reparieren. Warnung. Das hätte fast einen gesamten... Ups, Grafikfehler. Das hätte fast einen gesamten Satz ergeben. Die Ruinen von Liberator. Wieso das denn? Was habe ich denn jetzt schon wieder gesammelt? Ach, ich habe einen Gekamonet bekommen. Scheiße. Das habe ich ja völlig vergessen. Das ist doch scheiße. Immer die mit euren bekannten Amuletten da. Was? Kann ich das irgendwie phasen? Nein, kann ich nicht. Komm, Bergbaustrahl, chop. Katsching! Ein schrecklicher Durst überwältigt mich, aber meine Flüssigkeitssysteme sind plötzlich außer Funktion. Mein Rachen ist trocken und ich fühle mich benommen. Zwei uralte Steintassen erscheinen. Die erste ist ein leuchtend roter Kelch, randvoll mit einer glitschig blubbernden, transparenten Flüssigkeit. Die andere ist geprägt mit der Form eines kreisrunden roten Schildes und ihr Inhalt ist schwach gelb gefärbt. Keine von beiden sieht appetitlich aus, aber wenn ich kein Wasser trinke, ist mein Tod unabwendbar. Meine Hand schwankt zwischen beiden hin und her. Untergebenen. Ja, da fehlen irgendwie genau diese wichtigen Worte. Ne? Trinken, Kurve trinken, Brüten, Sirup. Was war der Sirup? Transparent. Schwach gelb gefärbt. Transparent. Hm. Brüten, Sirup. Sirup, ist das eher schwach gefärbt oder ist das eher blubbernd? Sirup ist eher transparent. Gelb, ne? Plötzlich sind alle meine Systeme wiederhergestellt und repariert. Yes! I got it right! Ich habe gerade einen Lauf. Ich fliege jetzt von einem Obelisken zum anderen. Schilder auf Maximum. Ja, danke. Keiner dabei. Oh, das bitte! Und? Ein Gag-Relikt. Scheiß die Wand an. Ach weh, ach weh, ach weh. Wenn ich das...
Au! So. Ich wiederhole mich ungern. Ich hätte jetzt gerne einen Handelsposten. Danke. Hey, was ist das denn? Also, nichts. Schade. Gucken wir uns die Ruine vielleicht nochmal an. Vielleicht finden wir einen Handelsposten unterwegs. Wie gesagt, das kann jetzt wirklich noch einen Moment dauern. Als ich die letzte Aufnahme nicht gemacht habe, quasi, aber trotzdem gespielt habe, bin ich auch wirklich, wirklich lange durch die Gegend geflogen. Hab mal Handelsposten gesucht, hab keinen gefunden, bis dann endlich mal einer kam. Das ist schon sehr frustrierend hier auf diesem Planeten. Da ist wieder so ein Beacon. Gibt's da irgendwas? Ah ja, da gibt's ein Schild. Ich bin ja... Oh, da hinten. Das könnte ein Handelding sein. Das wäre natürlich schön. Das Geunetal. Hallo. Guten Tag. Bitte, bitte, bitte. Lass dir das Eisen schmecken. Ist mir ein Rätsel, aber gut. So, jetzt müssen wir wirklich langsam... weil wir kein Geld mehr für Anzuginventarplätze haben. Das speichern wir aber noch schnell. Ach nee, das war die Lampe. Hier speichern. Zack. Zack, bumm. Wenn ihr mich immer mal so schniefen hört, bitte, bitte, bitte verzeiht's mir. Ich gebe mir wirklich Mühe, das zu unterdrücken, aber ich bin doch relativ angeschlagen. Zinkovic. Ah, diese schönen Blumen. So, und jetzt fliegen wir nochmal da hinten hin und hoffentlich gibt es da eine Handplattform. Sieht mir aber von weitem schon mal so aus, oder? Gott, 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 Gott. Der kommt auch nicht in die Puschen hier. Oder? Nein! Keine Handelsplattform, aber wir landen trotzdem. Das gucken wir uns nämlich doch mal lieber an. Ich bin natürlich wieder auf der falschen Seite. Was ein hübsches Flachland. Hallo? Keiner da, keiner da. Also viel besser, Schadensrate ist bereits bekannt, viel besser als mein Ansehen kann man glaube ich nicht werden, oder? Der Reflektor 21 1092 0921 9210. Ihr müsst das ein bisschen entschuldigen. Ich lese jetzt diese Texte nicht mehr, weil diese Texte haben wir wirklich schon gelesen. Zweimal, dreimal vielleicht. Ich habe sie definitiv noch mehrmals gelesen in der letzten... Eine Ruine. Super, interessiert mich nicht. In der letzten Aufnahme natürlich. Deshalb, ich... glaub mir, ist jetzt irgendwie nicht oder nur mäßig unterhaltsam, wenn ich die immer wieder vorlese, außerdem tut es meiner Stimme gerade nicht gut. Ja, ist dann auch egal. Da lassen wir uns nichts mehr zeigen, obwohl da können wir noch einen Außenposten vielleicht. Aber ich habe gerade keinen Platz, um einen Überbrückungschip zu bauen. Bauplan für Scanner bereits bekannt. Das ist ja irgendwie der erste Bauplan, oder? Oder so einer der ersten so Scanner. Achso, da muss ich hier nicht mehr reingehen, weil hatten wir ja schon im Nachbargebäude. Da gibt es noch einen Bauplan.
Impulsdüse Tau. So, die haben natürlich, glaube ich, doch Platz, weil ich habe... Nein, haben wir nicht. Beziehungsweise den Kohlenstoff kann ich... Dann reicht das nicht mal. Ja, aber ich möchte trotzdem kommen. Wir suchen mal einen Außenposten. Operationszelle. Seht ihr, das meine ich. Also wir stehen, wir entdecken uns quasi nur noch selbst. Wir haben, glaube ich, auf diesem Planeten hier schon viel zu viel entdeckt. Und die Intelligenz der Software oder des Programms hier. Entschuldigung. Die ist eigentlich jetzt, die kann hiermit jetzt nichts mehr anfangen, das, was ziemlich schade ist, wie ich finde. Aber so ist das dann eben. So ist das dann eben. Komm, den nehmen wir noch mit. Was machst denn du mit meinem Schiff? Ach nee, gar nichts. Du bist noch... Genau. Ja, das ist schade, dass wir hier jetzt keine Handelsmöglichkeit mehr... Hier, gib mal Kit. Dann flieg halt mal hoch. So, Mann, Moment. Oh, dass der mich immer wieder zurücksetzt auf diese... Diese Gulaschgeschwindigkeit hier. Stimmt eigentlich die Theorie, dass Handelsplattformen irgendwie im Tal sind und die sind eigentlich nie auf dem Berg? Bleiben wir vielleicht mal lieber im Tal. Weil so sonderlich Weitsicht hast du ja leider auch nicht. Wenn die Grafik sich immer wieder ändert, so 5 Sekunden bevor du da bist. Ach, das war die Ruine. Ja, komm. Gib mir ein... Oh, was ist das? Wahrscheinlich nichts. Nee, war nichts, oder? Nee, war nichts. Beziehungsweise das war genau das Gleiche. Also unspannend. Durchfliegen wir. Ja, ich weiß, es gibt, glaube ich, sogar einen Mod. Weil was man hier halt nicht kann, man kann nicht gegen die Berge fliegen. Das geht technisch nicht. Der zieht dich vorher hoch und bremst auch sonst davon. Das heißt, du kannst so ganz schicke Flugmanöver gar nicht machen. Finde ich eigentlich ganz angenehm, aber ist natürlich nicht sehr realistisch. Aber ist natürlich die Frage, was für einen Realismusanspruch du hast an ein Spiel, wo du durch den Weltraum fliegst und auf Planeten landen kannst und da irgendwie dich mit Gag unterhältst. Und mein Anspruch ist da ziemlich gering, muss ich sagen. Nein, falscher Knopf. Das ist mir letztes Mal auch laufend passiert. Ach, Mann. So, wir fliegen jetzt noch bis zu einer Handelsplattform in dieser Folge. Vorher höre ich nicht auf aufzunehmen. Ich will jetzt eine Handelsplattform. Na, und wenn man eine braucht, ist eine da. Das ist fantastisch. Meine lieben Leute, die Gamera-Einöde. Hier werden wir in der nächsten Folge alles unseres Emerald verkaufen, werden hoffentlich unser Raumschiff pimpen, schauen wir mal. Und dann geht's ab ins All.
Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Diese grünhaarige Qualle mit dem offenen Bruch am Gehirn freut sich auch, wenn ihr wieder dabei seid. Hinterlasst mir ein Like. Bis morgen. Passt auf euch auf. Ciao.